Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist in Deutschland üblich, dass die Bundeskanzlerin, der Bundeskanzler, dass die Regierungschefs der Länder zu Beginn einer Wahlperiode im Parlament eine Regierungserklärung abgeben, so wie sie jetzt hier von mir gefordert wird. Ansonsten geschieht das in wenigen Ausnahmefällen bei besonders wichtigen Themen und bei besonders wichtigen Anlässen. Ich denke, meine Damen und Herren von den Grünen, Sie werden verstehen, dass ich die Aufforderung auf Ihren Antrag hin nicht nachkomme, aber ich bin selbstverständlich gerne bereit, im Rahmen dieser Debatte ein paar Worte zu meiner Russlandreise zu sagen. Mecklenburg-Vorpommern verfügt traditionell über gute Kontakte nach Russland. Manche Verbindungen bestehen schon seit DDR-Zeiten. Andere sind in den nun fast 24 Jahren seit der deutschen Einheit neu hinzugekommen. Das gilt besonders im Bereich der Wirtschaft. Im Jahre 2013 wurden im Außenhandel mit Russland Waren im Wert von deutlich über 600 Millionen Euro importiert bzw. exportiert. Damit steht Russland an vierter Stelle aller Länder. Außerdem befinden sich einige wichtige Unternehmen in unserem Land im russischen Eigentum. Das gilt nicht nur für die Nordic-Werften in Wismar, Warnemünde, künftig auch in Stralsund, sondern zum Beispiel auch für den Holzverarbeiter Ilim Timber in Wismar. Von vitalem Interesse ist der Russlandhandel für den Seehafen Sassnitz. Deshalb setzt sich Minister Pegel für einen Ausbau der Fährverbindung von Sassnitz nach Ust-Luga ein. Es gibt Kontakte in der Ernährungswirtschaft und in der Gesundheitswirtschaft. Russland wird in der kommenden Woche Partnerland der diesjährigen nationalen Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft in Warnemünde sein. Und nicht zuletzt ist Lubmin Anlandepunkt der Ostsee-Pipeline von Nord Stream, die Deutschland in den letzten Jahren verlässlich direkt mit Erstgas beliefert hat und deren Bau und in geringem Maße auch der Betrieb für Arbeitsplätze bei uns in Mecklenburg-Vorpommern gesorgt hat. Russland ist also ein wichtiger Handelspartner für unser Land und das soll auch in Zukunft so bleiben. Unsere Zusammenarbeit geht natürlich über Wirtschaftskontakte hinaus. Es gibt zum Beispiel 7 Partnerschaften zwischen Schulen hier und dort. Vor allem aber gibt es eine sehr gute Partnerschaft zwischen Mecklenburg-Vorpommern und dem Leningrader Gebiet, also der Region rund um St. Petersburg. Und das Ziel der Landesregierung ist klar. Wir wollen diese guten Beziehungen unseres Landes zu Russland in den nächsten Jahren weiter ausbauen. Aus diesem Grund planen wir für Ende September einen Russlandtag. Das ist genau genommen eine 2-tägige Wirtschaftsveranstaltung, auf der wir Unternehmen aus Russland und Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern zusammenbringen wollen. Darüber habe ich berichtet, als vor einigen Wochen Vertreter der Firma Nord Stream, darunter auch der frühere Bundeskanzler Gerd Schröder, hier in Schwerin zu Gast waren. Dieser Besuch ist ja nicht unbemerkt geblieben. Wir waren zusammen noch bei den Volleyballerinnen vom SSC. Nord Stream hat mich bei dieser Gelegenheit zu ihrem Wirtschaftsempfang zu Ehren des früheren Bundeskanzlers nach St. Petersburg eingeladen. Ich habe diese Einladung sehr gerne angenommen, weil ein solcher Empfang natürlich eine hervorragende Gelegenheit ist, informelle Gespräche zu führen, an schon bestehende Wirtschaftskontakte anzuknüpfen, für unseren Russlandtag zu werben. Das war das Ziel der Reise und ich bin zuversichtlich, dass wir dieses Ziel auch erreicht haben. Ich habe jedenfalls in Gesprächen mit dem Gouverneur unserer Partnerregion und auch auf dem Empfang sehr viele positive Rückmeldungen zu unserem Russlandtag erhalten. Darüber freue ich mich. Ich hoffe sehr, dass das eine erfolgreiche Veranstaltung wird. Wir werden alles dafür tun und ich finde gut, wenn die Fraktionen den Russlandtag auch durch ihre Anwesenheit unterstützen würden. Meine Damen und Herren, das war eine Reise in schwieriger Zeit. Wir haben in den letzten Wochen erlebt, wie sich der Konflikt um die Ukraine immer weiter hochgeschaukelt hat. Dieser Konflikt beunruhigt viele Menschen in Deutschland, auch bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. Es muss alles getan werden, damit es eine friedliche Lösung gibt. Als Landesregierung, das muss ich offenbar deutlich sagen, als Landesregierung führen wir keine außenpolitischen Verhandlungen. Das tut die Bundesregierung. Ich muss deutlich sagen, ich bin sehr froh darüber, dass die Bundeskanzlerin und der Bundesaußenminister das mit sehr viel Umsicht und Besonnenheit tun. Allerdings bin ich auch davon überzeugt, dass funktionierende Regionalpartnerschaften wie die zwischen Mecklenburg-Vorpommern und dem Leningrader Gebiet in solch einer schwierigen Situation
einen wichtigen Beitrag zum gegenseitigen Verständnis leisten können. Und auch deshalb war mir die Reise wichtig. Der Gesprächsfaden nach Russland muss gerade auch in schwierigen Zeiten aufrechterhalten bleiben. Meine Damen und Herren vom Bündnis 90 Die Grünen, Ihre Argumente gegen diese Reise überzeugen mich nicht. Ich halte insbesondere Ihre Forderung, dass wir als Landesregierung angesichts der von Deutschland und den anderen EU-Staaten beschlossenen Sanktionen auf eine Pflege unserer Wirtschaftskontakte nach Russland verzichten sollten, die halte ich für völlig falsch. Das würde bedeuten, dass wir in Mecklenburg-Vorpommern über die beschlossenen Sanktionen hinausgehen. Ein solches Vorgehen wäre nach außen völlig bedeutungslos, aber es würde nach innen eine fatale Wirkung haben, denn das würde all den Unternehmen im Land schaden, die im Russlandgeschäft tätig sind und mit ihnen Tausenden von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Deshalb sage ich Ihnen ganz klar, diesen Weg wird die Landesregierung nicht gehen. Wir setzen weiter auf partnerschaftliche Lösungen, deshalb bleibt es auch beim Russlandtag. Und sehr geehrter Herr Suhr, Sie sehen die Dinge ja auch dann ein bisschen anders, wenn es um den eigenen Wahlkreis geht. Ich kann mich noch gut erinnern, wie Sie vor einigen Wochen kamerawirksam mit dem Fahrrad zum Tor der Werft geradelt sind. Dort haben Sie die Landesregierung aufgefordert, die Werft auf keinen Fall zu zerschlagen, möglichst schnell an einen Schiffbaubetrieb zu übergeben. Und Sie haben sehr begrüßt, dass wir den Zuschlag für Nordic Yards erteilt haben. Keine zwei Wochen später kritisieren Sie, dass ich in das Land reise, aus dem der neue Investor der Stralsunder Werft stammt, dass ich an einem Empfang der Firma teilnehme, für die er früher gearbeitet hat, dass ich Gespräche führe, in denen ich natürlich auch unser Interesse an russischen Werftaufträgen deutlich gemacht habe. Meine Damen und Herren, es ist ja bekannt, dass es zum grünen Selbstverständnis gehört, sich über andere moralisch zu erheben. Aber lieber Herr Suhr, dies ist wirklich eine peinliche Doppelmoral. Sie die haben. Wahrscheinlich haben Sie das inzwischen auch selbst gemerkt. Und deshalb haben Sie sich in Ihrer Rede heute sehr stark auf den Nord Stream-Empfang konzentriert. Ich habe Ihnen vorhin ausdrücklich dargelegt, warum ich an dieser Veranstaltung teilgenommen habe. Dass Präsident Putin auch unter den Gästen sein würde, stand vorher keineswegs fest, wobei natürlich klar ist, angesichts des sehr engen Verhältnisses zwischen Bundeskanzler Schröder und Präsident Putin hat es darüber Vermutungen gegeben. Ich sehe in der Teilnahme von Putin auch überhaupt kein Problem. Die Bundesregierung hat diesen Empfang genutzt und den deutschen Botschafter extra dorthin geschickt und ihn in einem Vier-Augen-Gespräch am Rande der Veranstaltung Präsident Putin ihren Standpunkt, ihre Wünsche übermitteln lassen. Und ich denke, das wäre sicherlich erheblich weniger wirkungsvoll gewesen, wenn sein Gesprächspartner nicht Putin gewesen wäre. Und auch Gerhard Schröder hat die Gesprächsgelegenheit mit Präsident Putin genutzt und sich für die Freilassung der Geiseln in der Ukraine eingesetzt. Inzwischen sind die Geiseln frei. Und ich bin dem früheren Bundeskanzler sehr dankbar, dass er sein großes Gewicht in Russland und seine guten persönlichen Beziehungen zum russischen Präsidenten auf diese Weise genutzt hat. Und ich meine, das sollte auch Anerkennung finden. Meine Damen und Herren, ich bin in den letzten Tagen bei meinen Terminen im Land sehr oft auf die Russlandreise angesprochen worden. Ich habe lange nicht mehr eine solche Resonanz erlebt und ich sage Ihnen, sie war in den allermeisten Tagen eindeutig positiv. Die Menschen wissen sehr wohl, dass man gerade in schwierigen Zeiten miteinander reden muss und dass man Konflikte nur friedlich und nur gemeinsam lösen kann. Ich bin davon überzeugt, diese Reise war wichtig. Es liegt im Interesse unseres Landes, unsere Beziehung zu Russland in den nächsten Jahren weiter auszubauen. Und es ist auch in schweren Zeiten besser, miteinander zu reden, als Brücken abzubrechen. Vielen Dank.